Hallo. Moin, moin. Moin, auf der ILA. ILA Berlin. Ja, My Deals. Und Weltnorm. Link auf der Videobeschreibung, ne? Wisst ihr ja. Hätten Avex, diverse Phantom, Tornado und so weiter. Denn der Iron Maiden Flieger, da geht es um 14 Uhr wieder raus. So now, for example, if you wanted to go on an A350, you can use the controller to touch the A350. So that's the bigger of the two planes. So if you reach out and touch it, you might need to step forward and then pull the trigger when you touch it. And then pull it again, touch the picture. Oh, yeah, touch the picture and pull the trigger. I think you'll like this. Yes. So now he's on board an A350. Do you want to see something really cool? Yeah. Pull the trigger. How's that feel? So you can pull the trigger again to go back inside. Then you can look around, you can even walk around the cockpit. Just don't go past the blue bridge. If you see a blue bridge, just don't walk through it. Thank you.
380. Yep. Super groß. Eine coole Mühle, ja. Zwei Stichwerke hier. Zwei Turbinen hier. Ja, ein bisschen größer. Hallo. Morning. Hallo. Als wir nach Barbados geflogen sind, waren genauso viele Plätze. Also das war nur kein Doppeldecker, aber sonst war das genauso. So, jetzt geht's nach oben. Jetzt geht's zur Bar. Die ist gleich da vorne. Hallo! Guten Tag. Tag. Sieht ja schick aus hier. Ja. Ich bin vom Feinsten. So ist es also, wenn man Käsenleistung heißt. So. Ja. Und guck, wo kann man rein. Käse lässt grüßen. Bester Film übrigens. Jupp. Ja. Das ist schon von uns, oder? Gleich. Warte, jetzt noch mal kurz Video. So geil, so ist es einfach, wenn man Casey Neistat heißt und hier einfach mal. Wir fliegen jetzt noch. Bestellt, ne? Wir fliegen jetzt nach New York, mal genau, Casey besuchen. Zum Beispiel. Man hat alles einfach da, diese Beinfreiheit. iPad gehört dazu. Ja. Ne, ist kein iPad. Aber ist kein iPad? Anderes Tablet, ja. Ja, irgendwas in der Richtung. Da kann man sich dann hier wahrscheinlich so ein paar Cocktails bestellen und so. Genau, so gehört sich das. Ja, kannst du hier noch? Ja. Das andere, was hier geflogen sind. Das war halt so ein, hier ist dann die, iPad Mini quasi, ne? Hier ist dann die etwas, doch etwas gehobenere Klasse. Achso, da müssen wir hier nochmal. Das ist eine Einzelkabine, ja klar. Hier geht doch jetzt. Na, guck mal. Ja. So ist es also, wenn man Casey Neistat heißt und man einfach mal hier auf einem fetten Fernseher Filme schauen kann, sich schminken kann. Bam! Snacks, Getränke, kann sich wahrscheinlich noch hier Cocktails bestellen und hat hier sein eigenes Tablet, kann alles steuern, Sprache auswählen. Einfach krass. Casey, du hast ein geiles Leben. So gehört sich das. Als YouTube Money wird, ne? Genau. YouTube Money regelt. Eigentlich können wir jetzt losfliegen, oder? Ja. Das hat sich übrigens beschallen lassen. Das ist richtig wie ein Bett. So ähnlich bin ich mal mit Delta Airlines geflogen. Zwar nicht ganz so komfortabel, aber. Was denn? Ja, mach doch. Und das in die Hand nehmen. Ja. Legen wir das ein bisschen. Warte mal, ich leg mal das hier eben hin, ja? Ja, das haben wir eh nur zur Deko alles hier, ne? Genau. Achso, die haben sogar so Dinger. Mach einfach, schick mir das gleich mit einem, ja? Ja. Darf ich mal ganz kurz durchdrehen? Dankeschön. Klar. Danke. Das wird immer besser, ne? Kannst du machen? Ja, ja. Das ist super. 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 Hier ist die Dusche. Ja, kannst du duschen. Das ist eine komplette Roomtour, ne? Allein aus diesem Flugzeug. Ja. Wie dekadent kannst du sein? Krank. Ja. Krank.
eine kleine Sauna. Ja, schön dekadent, ne? Aber wenn man 10 Stunden fliegt, wenn wir es auch mal bequem haben, ne? Ja, was war das denn? First Class Business? Ja, das ist halt die Top Class. Ich glaub, danke! Jo, bitte! Tschüss! Was ist denn der wohl? Cockpit. Das ist der Unterschied zwischen Holzklasse und Premiumklasse. So, das war's jetzt. Wir waren heute auf der ILA 2016 in Berlin. Die ILA läuft ja noch bis zum 4.6., das heißt Freitag und Samstag. Freitag und Samstag sind die ganz normalen Tage für heute und morgen waren die noch am 1.2. waren die Fahrtensupertage. Wir werden jetzt gleich in Düsen. Das Wetter hat leider nicht ganz mitgespielt, von daher haben wir nur einen Bruchteil der Künste sehen können. Sonst wären noch viel mehr Flugzeuge hier gestartet und wir hätten viel mehr sehen können. Aber vielleicht wird es die nächsten Tage vom Wetter wieder besser. Das heißt, wenn ihr dann hier auf der ILA seid, Freitag oder Samstag, könnt ihr wahrscheinlich mehr sehen, wenn das Wetter nicht so bescheiden ist wie heute. Ja, ansonsten gefiel mir die ILA sehr gut. Man sieht innen noch, wir waren ja vorhin noch in den Hallen. Da gibt es haufenweise Drohnenzeug, Flugzeug, Helikopterzeug. Also für alle, die sich dafür interessieren, einfach mal hier zu der ILA 2016 gehen. Ja, vielen Dank an Helge hinter der Kamera, der hier schön mitgefilmt hat. Ja, Link zu seinem Kanal auch nochmal in der Videobeschreibung. Ja, das war's jetzt. Ich mache mir gleich erstmal einen heißen Kakao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bei 25 Grad wohlgemerkt.